Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und ganz herzlichen Dank für die liebenswürdigen Worte, die Sie zur Einleitung für mich und mein Werk gefunden haben. Das berührt mich. Sie haben mich eingeladen, zu einem Thema zu sprechen, das groß dimensioniert ist, die Zukunft der Demokratie. Und Sie gestatten, dass ich vorweg eine Eingrenzung vornehme. Ich werde nicht über die Idee der Demokratie sprechen, nicht über ihre wunderbaren Profile, die in dem Demokratietext von Abraham Lincoln so schön zusammengefasst wurden. Demokratie, das ist die Regierung, die aus dem Volk hervorgeht, durch das Volk ausgeübt wird und für das Volk praktiziert wird. Im Original: Government of the people, by the people and for the people. Ja, das wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Aber die Frage, die sich der Sozialwissenschaftler stellt, ist: Wie sieht das denn in der Verfassungswirklichkeit aus? Und diese Frage will ich aufgreifen und werde Sie, wenn ich jetzt das Steuerungsgerät hier finde, brauche noch ein wenig Hilfe vielleicht. Ich suche nach alter Tradition nach dem Schalter. Vielen Dank, Sie helfen mir weiter. Dankeschön. Also, Sie haben mich zu diesem Thema eingeladen und ich werde diese Frage mit Blick auf die Verfassungswirklichkeit der Demokratien versuchen zu beantworten. Und der Vortrag gliedert sich so dann in folgende Teile. Sie haben 5 Teile. Ich werde zunächst die 3 großen Positionen in der Debatte über die Demokratie kurz schildern. Das eine ist die These, die Demokratie hat keine Zukunft. Das zweite ist die Überzeugung, die Zukunft ist im Prinzip offen, aber problematisch. Und die dritte Sichtweise sieht die Sache viel anders und attestiert der Demokratie rosige Aussichten. Das alles wird von mir porträtiert und so dann ergänzt in einem 4. Abschnitt durch einen Blick auf nicht nur konjunkturelle, sondern auch strukturelle Probleme der Demokratie, also Dauerbrenner, mit denen sie konfrontiert ist. Und von dort aus geht es dann zu dem Wagnis, einigermaßen Begründetes über die Zukunft der Demokratie zu sagen. 3 Positionen gibt es in der Debatte, so hatte ich vorhin angetippt. Keine Zukunft, offen, aber problematisch und rosige Aussichten. Und lassen Sie mich vorweg sagen, wie ich die Dinge sehe. Mein Vortrag wird auf die These hinauslaufen, dass die Demokratie durchaus Zukunft hat. Aber wenn man den Blickwinkel der vergleichenden Demokratieforschung einnimmt, so wird man alsbald herausfinden, dass das Leistungsprofil der Demokratien schillert. Licht gibt es dort, Schatten, Grautöne, und zwar je nach Demokratietyp und Land sehr unterschiedliche Profile. Und zu den Thesen wird auch ein großes Fragezeichen hinter die These gesetzt werden, dass wir vielleicht weitere Demokratisierungswellen vielleicht erwarten könnten. Da bin ich skeptisch. Und schließlich müssen wir, ein weiterer Gesichtspunkt, der für die Architektur meines Vortrages wichtig wird, schließlich müssen wir berücksichtigen, wie denn der große Gegenspieler der Demokratie aufgestellt ist. Also die Welt der, im Fachjargon sagen wir, die Welt der Autokratien, also auf gut Deutsch die Diktaturen, die autoritären Regime und die totalitären Regime. Und weil diese Regime so meine Überzeugung, die sich aus dem Studium der Schriften gewonnen hat, dass diese Regime hohe Überlebenschancen haben, stellt sich die Sache für die Demokratie am Ende doch etwas schwieriger, als man das zunächst erwartet hätte. Demokratie, so hatte ich einleitend gesagt, werde ich mit Blick auf die Verfassungswirklichkeit definieren, und Sie gestatten mir ganz kurz einen Ausflug in eine der
Hauptpositionen der Demokratieforschung. Bei Ronald Dahl werde ich fündig, ein US-amerikanischer Spezialist für dieses Feld, der die Demokratie einmal kurz und bündig so definiert hat, ich sage es mal im Original, Participation and Contestation, also auf Deutsch Partizipation und Wettbewerb, offene Willensbildung. Natürlich gehört noch viel mehr dazu. Ich würde insbesondere sagen, es gehört auch mit, da kann man das sagen, so etwas dazu wie die bürgerlichen Freiheitsrechte. Und wenn all diese drei Dinge einigermaßen zufriedenstellend abgedeckt sind, Partizipation, offener Wettbewerb, bürgerliche Freiheitsrechte, dann können wir sagen, haben wir einen leidlich funktionsfähigen, leidlich vorzeigbaren Typus einer Demokratie vor uns. Ich werde diesen Typus abkürzend als intakte Demokratie bezeichnen. Und von dieser intakten Demokratie ist die sogenannte defekte Demokratie zu unterscheiden. Das ist eine Formel, die mein Kollege Wolfgang Merkel und der weitere Kollege Aurel Croisson entwickelt hat. Defekte Demokratien sind stark mängelbehafte Demokratien. Sie haben nach wie vor den Wahlmechanismus. Aber sie haben größere Mängel, insbesondere typischerweise größere Mängel im Rechtsstaat, also erhebliche Rechtsstaatsverletzungen. Und mit dieser so ausgerüsteten Demokratiedefinition gehe ich nun die drei allerwichtigsten Positionen in der Debatte zur Zukunft der Demokratie durch. Ich beginne mit der ersten: Keine Zukunft, no future. Das ist eine Diagnose, die ist Bestandteil aller radikalen Kritiken, egal ob Sie da Plato nehmen oder Marx oder die neuesten kritischen Theorien. Die älteste und härteste Wurzel der Kritik finden Sie vermutlich in Platons Der Staat. Die Demokratie, so heißt es dort, mit Blick auf das antike Griechenland, genau genommen Athen, die Demokratie laboriere an tödlichen Krankheiten. Sie ist verantwortungslose Niemandsherrschaft. Sie huldigt einer rein quantitativen Gleichheitsvorstellung, ohne Rücksichtnahme auf Befähigung. Sie hat ein maßloses Freiheitsstreben, so maßlos, dass auch die Tiere, die durch Athen laufen, die Menschen schlicht und einfach umrennen, wenn die nicht aus dem Weg gehen. Und die Demokratie ist eine zum Verfall bestimmte Staatsverfassung. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, kommt dann noch die Diagnose: Der Pathologie der Staatsverfassung entspricht der Seelenzerfall des demokratischen Menschen. Der demokratische Mensch, ist nämlich so jedenfalls Platon, haltlos und ordnungslos. Es ist eine wunderschöne Analyse, eine kulturkritische, zum Teil voller Karikaturen, aber eine interessante kulturkritische These, die allerdings zwei große Fehler hat. Eine überzeugende theoretische Begründung für die Verfallswahrscheinlichkeit der Demokratie findet man in dieser Lehre nicht und auch nicht in anderen Thesen, die von No Future der Demokratie ausgehen. Und mehr noch, es gibt auch keine wirklich belastbare Empirie für diese These. Denn was wir beobachten können, ist, dass viele Demokratien, wenn sie denn einmal errichtet wurden, mehr oder minder gut bestehen. Gewiss, manche kommen ins Straucheln, aber viele überstehen die Herausforderungen mehr oder minder gut. Und Spezialisten der vergleichenden Forschung haben sogar ausgerechnet, dass ab 4.000 US-Dollar pro Kopf in Preisen von 1990 die Verfallswahrscheinlichkeit der Demokratie gegen Null strebt. Przeworski und Limonki in einem sehr interessanten, sehr nachdenklich stimmenden Buch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, von Verfall, von großer Verfallswahrscheinlichkeit ist eigentlich bei näherer Belichtung nichts zu sehen. Und insoweit könnten wir auch die Sache kurz machen und sagen, auch die härteste aller No-Future-Thesen wird nicht haltbar sein. Wie steht es mit der zweiten Position? Also mit derjenigen, die da sagt, die Sache ist im Prinzip offen, aber wahrscheinlich problematisch, weil verschiedene Dinge dazwischen kommen.
Eine besonders starke Position zugunsten dieser Lehre ist zunächst die Beobachtung, dass tatsächlich die Zahl der Demokratien weltweit drastisch zugenommen hat. Und zwar insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis in das 21. Jahrhundert hinein. Und ich wähle eine der Messlatten. Jetzt bin ich hier zu weit gerutscht. Ja, hier bin ich wieder. Also eine hohe Zahl demokratischer Staaten. Ich nehme eine der neueren Messlatten. Das ist diese Datenbank, die in Göteborg entstanden ist und zu dem Allerbesten gehört, was wir in der quantitativ vergleichenden Demokratieforschung haben. Und die Kollegen in Göteborg haben durch Auszählung Folgendes festgehalten. Der neueste Stand ist der von allen etwa 160 analysierten Staaten mit einer Mindestgröße von 1 Million Bevölkerung, sind 34 sogenannte liberale Demokratien. Also das sind, wie von mir vorher gesagt, intakte Demokratien, also gut funktionierende, so wie es eben im günstigen Fall in der westlichen Welt möglich ist. Und es gibt neben diesen 34 liberalen Demokratien zusätzlich 48 Demokratien der zweiten Klasse, könnte man sagen. Die heißen bei den Kollegen in Göteborg elektorale Demokratien. Sie haben also gewisse Nachteile, insbesondere Nachteile bei genauerem Hinsehen, die wiederum an Schwächen in der Rechtsstaatlichkeit vor allem liegen. Also hohe Zahl von Demokratien, das ist für sich ein gewichtiges Argument und weist darauf hin, dass die Gegner, die Feinde Demokratien, jedenfalls was die Staaten angeht, geringer geworden sind. Mehr noch, dadurch, dass mehr Demokraten, mehr Staaten demokratisch verfasst sind, ändert sich auch die internationale Lage an einer wichtigen Stelle. Das Risiko der Auseinandersetzung militärischer Art wird geringer, denn es gibt eine berühmte Theorie des demokratischen Friedens, die da sagt, die Demokratien führen untereinander keine Kriege. Und je größer die Zahl der Demokratien in der Staatenwelt ist, desto tendenziell niedriger wäre dann auch unter sonst gleichen Bedingungen die Wahrscheinlichkeit kriegerischer Auseinandersetzungen. In eine ähnliche Kerbe schlägt ein Werk, das im Jahre 1995 publiziert wurde von Ulrich Beck, dem Soziologen, der allzu früh verstorben ist. Feindlose Demokratie lautet die Diagnose und die steht so ganz noch im Zeichen der Erfahrung, dass die Sowjetunion und ihre Vasallenstaaten zusammengebrochen und sich zur Demokratie und Marktwirtschaft wandeln. Und dann gibt es eine dritte Argumentation für die Position Nummer zwei. Die kommt in der Literatur unter dem Namen Demokratievorteil einher. Democracy Advantage heißt das in dem Buch von Halperin und andere aus dem Jahre 2010. Und dahinter steht die Überzeugung, dass die Demokratien auch im Vergleich zu allen Nicht-Demokratien entschieden leistungsstärker sind. Sie sind mehr, sie sind friedlicher, sie sind geeignet, mehr Prosperität zusammenzubringen. Sie sind an vielen anderen Stellen stärker als alle anderen Regime, so diese These. Also eine weitere Argumentation doch zugunsten eines zumindest einigermaßen optimistischen Bildes auf die Demokratie. Und in dieselbe Richtung deutet ja auch der zuvor schon angedeutete Befund der Dauerhaftigkeit von vielen Demokratien. Nochmals, ab 4.000 Dollar pro Kopf, Preis von 1990, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Demokratie zusammenbricht, gering. Sie ist nicht ausgeschlossen, sonst hätte Thailand immer noch eine Demokratie sein müssen, aber lassen wir das mal. Die Tendenz ist jedenfalls richtig. So, die zweite Position, offen, aber problematische Zukunft, hat aber noch eine andere Komponente, nämlich einen kritischeren Ton. Da gibt es einige, nicht wenige, aussagekräftige Stimmen, die haben Bedenken.
Weiterhin zu wenig Demokratie lautet eine These. Die finden Sie sehr stark vertreten bei Fürsprechern der sogenannten beteiligungsorientierten Demokratietheorie. Und man findet diese These auch dort, wofür sogenannte deliberative Demokratie geworben wird. Jürgen Habermas wäre ein prominenter Vertreter der letzteren Richtung. Carol Pateman und andere wären Vertreter für diese Lehre von der partizipationsorientierten Demokratie, die insbesondere ihre Teilhabechancen ausdehnen soll, so die Empfehlung. Und ein zweites Argument, das ebenfalls kritische Töne mitträgt, stammt unter anderem von Sartori und Michael Greven hat das später aufgenommen. Im Zeitalter der Globalisierung und der Europäischen Union nimmt die Komplexität des politischen Geschehens so stark zu, dass nicht wenige Bürger überlastet werden und den Durchblick nicht mehr ganz bekommen. Und ich füge dazu, das geht auch manchem Wissenschaftler, mich eingeschlossen, manchmal so. Das ist richtig. Die Verhältnisse, insbesondere bei so miteinander verwobenen Staaten wie denen der Europäischen Union, zusammen mit Globalisierung, erzeugen in der Tat ein ungewöhnlich dichtes Regelwerk, das zu dechiffrieren nicht einfach fällt. Degeneration der Demokratie zur Fassade wird ohnehin hier ein weiteres Thema sein, das ist vorhin schon angesprochen worden. Colin Crouch wird hier oben stehen und ich vermute, dass er seine Lehre von der Postdemokratie weiter hochhalten wird. Krise hin oder her, das Ding bleibt stabil, also postdemokratisch, so wird der Colin Crouch sagen. Und er und andere weisen nun in der Tat auch auf viele, viele Krisensymptome hin, die eben diese Offenheit, aber doch vielleicht problematische Zukunft unterstreichen. Und vielleicht lassen Sie mich an drei Stellen ganz kurz einen Blick in diese Krisensymptomatik geben und Sie gestatten, dass ich jetzt einige vergleichende Betrachtungen einfüge. Lassen Sie sich nicht abschrecken von den Schaubildern. Die Sache ist relativ einfach. Ein Krisensymptom ist das Problem der Nichtwähler. Dieses Problem ist mittlerweile beachtlich, in manchen Ländern sogar sehr groß und zunehmend. Und ich will Ihnen nur ein Beispiel geben. Wo ist der Anteil der Nichtwähler bei Parlamentswahlen nationaler Art über 50%? Mittlerweile in Rumänien und knapp unter 50% in etlichen anderen südeuropäischen Staaten, aber auch Demokratien, die als altehrwürdig gelten, haben mitunter katastrophal niedrige Wahlbeteiligungsraten oder umgekehrt hohe Nichtwahlanteile. Bei Schweizer Nationalratswahlen kommt der Nichtwähleranteil auch an die 50% heran. Da gibt es also ein Problem. Und was Sie hier sehen, ich will es jetzt nicht langweilen mit den Details, ist einfach ein Einblick in die Struktur dieser Größe der Nichtwähler-Standpunkt. Das ist ein Text, den ich 2017 publiziert habe. Das ist jetzt der Stand von 2016. Das ändert sich nicht wesentlich durch eine Aktualisierung. Die ganz hohen Anteile der Nichtwahl sind die erwähnten südeuropäischen Länder und die niedrigen Balken, das findet man insbesondere in den skandinavischen Staaten, die also auch an dieser Stelle sich als an dieser Stelle hervortun. Aber nicht nur Nichtwähler sind ein Hinweis, dass irgendwas in der Demokratie doch offensichtlich mit schweren Funktionsstörungen belastet ist. Gleiches gilt für eine Größe, die Fachleute der Bevölkerungsforschung als unzufriedene Demokraten einstufen. Das sind wohlgemerkt Befragte, die überzeugt sind, dass die Demokratie ein wichtiger Wert an sich ist. Aber diese Befragten sind ebenfalls der Überzeugung, dass die Funktionsweise der Demokratie in ihrem Land entweder defizitär oder sehr mangelhaft ist. Und dieser Anteil der unzufriedenen Demokraten ist im internationalen Vergleich der EU-Staaten
für die wir vergleichbare Daten vom Eurobarometer haben, ziemlich hoch, im Schnitt so bei etwa 40%. Und in Griechenland liegt dieser Anteil bei über 80%, ein Wert, der bislang noch nie gemessen worden war. Und zwar stabil über die letzten Jahre hinweg, nicht weiter verwunderlich wahrscheinlich für diejenigen, die die Politik und die Ökonomie dieses Landes mitverfolgt haben. In Deutschland ist die Sache nicht so dramatisch. Wir haben im Schnitt einen Anteil der unzufriedenen Demokratien, der irgendwo in der Größenordnung zwischen 25% und 30% schwankt, mit erheblichen Unterschieden zwischen Ost- und Westdeutschland. Ostdeutschland ist das Land, in dem die Unzufriedenheit mit der Demokratie erheblich verbreiteter ist als im Westen. Aus vielerlei Gründen, das hängt mit einer wohl nach wie vor starken Unzufriedenheit materieller und immaterieller Art zusammen. Aber es spiegelt auch die Überzeugung wider, dass im Prinzip ein alternatives Modell der Staatsverfassung im Prinzip ehrenwert ist, der Sozialismus. Unzufriedene Demokraten und Nichtwähler sind zwei Hinweise. Und es gibt noch ein drittes starkes Argument, das ich jetzt aus Zeitgründen nur erwähnen will und dann gleich weiter eile. Es ist eine These, die von den Experten aus dem Kölner Max-Planck-Institut entwickelt wurde, von Jens Beckert und Wolfgang Streeck. Es ist die These vom zweiten Souverän. Und die Kernidee ist die, in Zeiten, in denen hochverschuldete Staaten sich refinanzieren müssen und in Zeiten, in denen das ohnehin schwieriger ist, wie nach der großen Pleite von 2008, in diesen Zeiten rücken die internationalen Finanzmärkte in die Rolle einer zweiten Hoheit, die jetzt im Regierungsgeschäft direkt oder mittelbar mitmischt und in großen Konflikt mit den Erwartungen des ersten Souveräns, nämlich des stimmberechtigten Volkes, geraten. Also der zweite Souverän, ein Argument, das von starker Zugkraft ist. Ich halte kurz inne und wage einen Kommentar zu dieser zweiten Position, also offen, aber problematisch, und konzidiere, es sind größtenteils sehr wichtige Befunde, die hier vorgelegt werden. Die muss man bedenken bei Stabilitäts- und Destabilisierungsdiagnosen. Und diese Befunde bezeugen allesamt mehr oder minder große Herausforderungen. Wohlgemerkt Herausforderungen. Sie bezeugen nicht etwa tödliche Krisen. Ein großer Unterschied. Nicht vorhin wurde zu Recht der Buchmarkt erwähnt, die Titel, die Demokratien sind am Absterben, Zerfall der Demokratien bei Mauck oder bei Ziblatt und Lewitzki ist es das Verschwinden der Demokratie und andere Diagnosen mehr. Und wenn man die Bücher dann aufschlägt und durchliest, kommt man den Autoren auch auf die Schliche. Sie sprechen gar nicht vom Tod der Demokratien, sondern sie sprechen von mehr oder minder großen Herausforderungen, die sich halt ergeben durch Polarisierung infolge von populistischen Bewegungen einerseits oder die sich ergeben, weil eine aufsehenerregende Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika von 2016 hinzukommt. Allesamt natürlich große Ereignisse von großer Bedeutung, das ist nicht die Frage. Aber es sind nicht die tödlichen Krisen, es ist also nicht das Verschwinden, es ist nicht das Sterben der Demokratie. Und was diese zweite Position darüber hinaus noch deutlich herausarbeitet, und auch das müssen wir unbedingt bedenken bei der Prognose, es gibt sehr große Unterschiede zwischen den Demokratien. Von Land zu Land sehr große Unterschiede. Der Nichtwähleranteil ist in manchen Ländern sehr hoch, aber in anderen Ländern deutlich niedriger. Die unzufriedenen Demokraten in manchen sehr hoch und in anderen viel niedriger. Die Differenz zwischen Norwegen und Griechenland ist atemberaubend groß, um nur ein Beispiel zu geben.
Ich komme zur dritten Position, die von einer rosigen Zukunft der Demokratie spricht. Die Demokratie ist auf dem Siegeszug, national und international, so lautet die Schlagzeile dieser Sichtweise. Und Sie erlauben wieder, dass ich das reduziere auf besonders aussagekräftige Hauptargumente. Die erste Beobachtung ist, es sind weniger Feinde der Demokratie unterwegs, national und international. Das Internationale hatten wir vorhin schon, aber das Nationale ist dies. In der Tat ist der Anteil der Bürger, die wir als Demokratiegegner oder gar als Demokratiefeinde einstufen können, vergleichsweise gering. Von Dieter Fuchs stammen Schätzungen für die Bundesrepublik, die diesen Anteil auf 3-4% der Bevölkerung schätzen. Das ist nicht viel, dürfen wir sagen, aus einem Land, das ganz andere Anteile von Demokratiegegnern kennt, mit Blick auf die letzten Monate der Weimarer Republik und das Nachfolgende, das in Erinnerung zu rufen. Also weniger Feinde der Demokratie und deswegen weniger Herausforderungen. Demokratisierungswellen ist ein anderes Argument, das seit 1992 eine große Rolle spielt, seit Samuel Huntington sein gleichnamiges Buch auf den Markt gebracht hat und nachgewiesen hat, dass wir damals, also Anfang der 90er Jahre, schon in einer dritten Demokratisierungswelle begriffen waren. Und nach Huntington kommt dann 1990 folgende mit dem Zusammenbruch des osteuropäischen Sozialismus ja noch eine vierte Welle dazu, mit der viele, viele Staaten nun demokratisch werden, von denen man das vorher so nicht hätte erwarten können angesichts der weltpolitischen Szenerie eines Konflikts zwischen Ost und West. Die Demokratie hat so dann auch besonders gute Noten und verdient eine rosige Zukunft, so könnte man sagen, bei einer Lehre, die Ottfried Höffel entwickelt hat im Jahre 2009. Eine Art Zukunftsgüterphilosophie hat er unternommen und das Ergebnis war in allen Belangen für die Demokratie durchweg positiv. Gleich viel, so jedenfalls Höffel, ob es um Infrastruktur geht, um medizinische Versorgung, um Erziehung, um Sozialstandards, um Exklusion bzw. Bekämpfung derselben oder um Lernvorsprünge und Wirtschaftsvorsprünge und Wissensvorsprünge. Die Liste war noch etwas länger, aber das Loblied war ungebrochen, uneingeschränkt positiv für die Demokratien, so jedenfalls Höffel. Und eine vierte Position wird in dieser Debatte zugunsten der rosigen Zukunft ins Feld geführt und das ist ein Beitrag aus der politischen Kulturforschung. Und Sie erlauben ganz kurz, dass ich ein wenig noch aushole. Man weiß aus der Demokratietheorie, dass eine der besonders wichtigen Funktionsvoraussetzungen der Demokratie darin liegt, dass die Institutionen und die Kultur in einem Gleichgewicht sind. Und die neuere Forschung, die wir haben von Fachleuten wie Christian Welzel, der mit Ronald Engelhardt seit langem zusammenarbeitet, die neueste Forschung aus dieser Richtung zeigt uns ja, dass die sogenannten emanzipativen Werte, so heißt das mittlerweile bei Welzel, dass die sogenannten emanzipativen Werte weltweit auf dem Vormarsch sind. Und mehr noch, die Argumentation ist die, weil diese Werte auf dem Vormarsch sind, wird der Boden für politisches und gesetzgeberisches Tun bereitet, der am Ende zur Einführung von demokratischen Verfahren auch in den Ländern führt, die noch nicht demokratisch verfasst waren. Also eine, man könnte sagen, eine neue Variante der Modernisierungstheorie. Das, was früher die Fachleute auf die Wirtschaft geschoben haben, wird jetzt auf die Kultur geschoben. Früher haben die Fachleute gesagt, in dem Moment, wo die Völker wirtschaftlich reicher werden,
nimmt die Wahrscheinlichkeit der Demokratieeinführung zu. Und wenn dann die Demokratie mal eingeführt ist, wird sie auch aufrechterhalten. Das ist diese berühmte These von dem Demokratiespezialisten Seymour Lipset aus den frühen 1960er Jahren. Und jetzt wird von Seiten der Kulturforschung im Grunde diese These vom Anspruch her ersetzt. Bei Abstand betrachtet würde ich sagen, sie ergänzt die ökonomische Sichtweise, aber sie hat ein starkes Argument für sich. In dem Moment, wo in der Tat solche emanzipativen Werte besonders stark sind, wird der kulturelle Druck zugunsten von Demokratisierungsvorhaben größer. Ob das ausreicht zur Demokratisierung, ist allerdings noch eine ganz andere Frage, weil da stehen elementare Machtfragen an, die nicht vorrangig durch Kultur gelöst werden können. Auch hier wieder, Sie gestatten die robuste Zusammenfassung, ein Kommentar zu dieser dritten Position, also zu dieser Lehre von der rosigen Zukunft. Ich meine, bei aller Wertschätzung der Argumente, die hier vorgebracht wird, gibt es vier Schwachstellen, wenn nicht gar Blindstellen. Das eine, ich mache das mal an der These von dem Ulrich Beck fest, feindlose Demokratie, ja, das ist verständlich, aber 6 Jahre später, 1995 kam das Buch raus, 2011 war 9/11, 6 Jahre später allenfalls, spätestens ist klar geworden, dass eine neue Herausforderung auf die westlichen Demokratien zukommt mit dem islamistischen Fundamentalismus. Es gibt mittlerweile auch andere Gegner, die sich lautstark zu Wort melden, und eine der interessanteren und noch wenig bedachten Argumente scheint mir der chinesische Weg zur Demokratie zu sein. Der ist für unsere Ohren nicht ganz unbekannt, weil in seinem Zentrum wiederum die Staatspartei, die kommunistische, steht und natürlich auch die Diktatur des Proletariats, auch in der Verfassung, und das Recht der mit der Diktatur Beauftragten, diejenigen, die nicht machen, zu korrigieren, notfalls mit Repression und Gewalt. Also die Gegner werden unterschätzt bei der rosigen Zukunftsaussicht. Unterschätzt werden auch demokratieinterne Funktionsstörungen der Art, wie sie zuvor bei der zweiten Position genannt wurden. Unterschätzt wird auch die Variationsbreite der Demokratien. Es gibt schlicht und einfach Länder, in denen diese kulturelle, günstige Basis für die Demokratie einfach erheblich schwächer ist als in anderen Staaten. Das, was in Norden Europas sich tut, ist nicht deckungsgleich mit einem Land, das sich mühsam von der Autokratie in die Zone der mehr oder minder defekten Demokratie rüberschleppt. Und dann gibt es noch etwas ganz besonders Wichtiges. Die Vertreter der dritten Position unterschätzen die Persistenz von Autokratien. Also sie unterschätzen die Dauerhaftigkeit von autoritären und totalitären Regime. Und diese Dauerhaftigkeit ist durchaus beachtlich, denn wir haben nach wie vor, ich komme mal wieder zurück auf die Varieties of Democracy Daten, wir haben mit Stand von 2018 23 sogenannte Hardliner-Autokratien, unter anderem die Volksrepublik China, Nordkorea, Saudi-Arabien, und nichts ist in Sicht, was uns verlassen könnte, zu vermuten, dass diese Länder sich in absehbarer Zeit demokratisieren, und wahrscheinlich werden sie das nie tun. Und neben diesen Hardliner-Autokratien gibt es immerhin eine fast doppelt so hohe Zahl an sogenannten Wahlautokratien, also an Regimen, die einen Wahlmechanismus kennen und Wahlen regelmäßig abhalten. Meistens sind das allerdings Wahlen unter dem Zeichen scharfer Repression und Verfolgung der politischen Opposition stehen. Die Russische Föderation wäre ein Beispiel dafür. Mittlerweile auch Venezuela unter Maduro.
Also Persistenz der Autokratien, das wird man mit dem Blickfeld haben müssen, wenn man über die Zukunft der Demokratie spricht. Und wenn man über die Zukunft der Demokratie spricht, dann wird man auch noch vier Strukturprobleme der Demokratie erörtern müssen. Den ersten hatte ich schon angetippt, das will ich jetzt hier nur noch mal erwähnen. Der Nichtwähleranteil, das ist ein dorniges Problem. Und in einem der Vorträge hier in der Ringvorlesung wird Armin Schäfer Ihnen viel eindrücklicher noch, als ich das kann, schildern, warum das wirklich ein richtig dorniges Problem der Demokratie ist. Und es ist auch nicht in Sicht, dass das abgeschafft wird. Aber mehr darf ich Schäfer nicht vorgreifen. Großartige Analyse, die er vorgelegt hat. Ein zweites Problem hängt mit der Unbeständigkeit der Zahl zusammen. Das ist ein Begriff aus der Staatstheorie des Thomas Hobbes, also uralte Theorie. England in der Zeit noch vor der Glorious Revolution, in der Zeit des Bürgerkriegs. Die Unbeständigkeit der Zahl, das ist diejenige Formel, die Hobbes in seinem genialen Vergleich der Demokratie und Autokratie in dem Leviathan vornimmt. Und er analysiert ganz kühl und nüchtern die Stärken und die Schwächen der beiden Regime. Er ist gar nicht so sehr gegen die Demokratie, aber findet, dass die nicht die eigentliche Sicherheitsproduktion gewährleistet. Und die Demokratie hat vor allem folgenden schweren Fehler, so Hobbes. Sie fügt zu der ohnehin schon gefährlichen Unbeständigkeit des Herrschers auch noch die Unbeständigkeit der Zahl hinzu. Und das müssen wir für unsere Verhältnisse so übersetzen. Die Unbeständigkeit der Zahl liegt unter anderem darin, dass schon geringe Variationen der Spielregeln von Wahlen und Abstimmungen tatsächlich das Wahlergebnis vorwegnehmen, vorentscheiden. Ob Sie Verhältniswahl oder Mehrheitswahl wählen, kann über Wahlsieg oder Wahlniederlage entscheiden. Ob Sie abstimmen über nur zwei Entscheidungsalternativen von insgesamt dreien und das sequenziell tun, führt sie womöglich zu wandernden Mehrheiten. Das treibt jeden Politiker in den Wahnsinn, weil er nicht mehr weiß, welches denn die eigentlichen Vorlieben des Souveräns sind. Die Mehrheiten wandern, je nach Abstimmung, von einem zum anderen. Und alles ging mit rechten Dingen zu. Also da hat die Demokratie ein inneres Problem mit der Unbeständigkeit der Zahl. Und die Demokratie hat ein weiteres Problem, und das ist das sogenannte Losers-Consent-Problem. Also das Problem, wie gewinne ich eigentlich die Akzeptanz der Niederlage auf Seiten des Wahlverlierers? Wie verhindere ich kenianische Zustände? Sodass egal wie die Wahl ausläuft, die Opposition immer sagt, wir haben zu Unrecht verloren, wir sind eigentlich der Gewinner. Stellen Sie sich mal vor, das wäre in Deutschland der Fall. Jede Abstimmung, jede Wahl wäre hochkontrovers und bei jeder Abstimmung und jeder Wahl würde jeder Wahlverlierer auf die Barrikaden gehen und bestreiten, dass die Wahl rechtmäßig war. Vielleicht noch schlimmer. Vielleicht würden die Verlierer in die innere Emigration gehen. Vielleicht würden sie auswandern. Vielleicht würden sie zu den Waffen greifen. Also das Losers-Consent-Problem ist ein Dauerbrenner und es erfordert hohe Kunst, das unter Kontrolle zu bringen und ohne in allen Belangen unangreifbar faire Wahlen wird das nicht gehen, aber das allein wird nicht ausreichen. Und dann gibt es noch ein letztes Problem und das ist vielleicht das allerhärteste von allen Strukturproblemen der Demokratie und es verbirgt sich hinter einem Namen, der etwas kompliziert ist, das tut mir leid, ich habe keine bessere Übersetzung gefunden. Es ist eine Zwickmühle. Eine Zwickmühle, die entsteht, wenn ein Land in eine sogenannte Denationalisierung kommt. Denationalisierung ist ein Fachausdruck für Vorgänge, bei denen nationalstaatliche Kompetenzen abwandern, etwa in die Europäische Union oder bei der nationale Kompetenzen entscheidend geschwächt werden, etwa durch Globalisierung, Internationalisierung von Güter und insbesondere Finanzmärkten.
Und solche Denationalisierungsvorgänge haben bedauerlicherweise ein großes Problem für die nationalstaatliche Demokratie. Diese Denationalisierung, ich vereinfache, vermindert das Ausmaß der nationalstaatlich entscheidbaren demokratischen Vorgänge. Sofern nicht auf transnationaler Ebene eine Gegenbewegung einsetzt und der Verlust an Demokratie kompensiert wird. Aber bei den genannten Vorgängen ist wenig oder gar nichts in Sicht, was eine solche Kompensation denn bereitstellen würde. Wir kommen also zu dem nachdenklich stimmenden Befund, dass selbst ein so hoch angesehenes Projekt der Wirtschafts- und der Friedensunion wie die Europäische Union einen hohen Preis in Sachen Demokratie zu zahlen hat. Der Demokratieverlust, der damit bislang einhergeht, ist außerordentlich gewichtig. Und nun werden Sie noch fragen, jetzt sehe ich, dass ich mit der Zeit nicht mehr ganz hinkomme. Und wie wirkt sich denn die Konstellation dieser Strukturprobleme auf, je nachdem, wie das in den einzelnen Ländern ist? Ich greife mal nur den Fall Deutschland heraus. Hier ist er. Was den Nichtwähleranteil angeht, so ist bei Bundestagswahlen die Sache mit 25% noch in einem leidlichen Bereich. Die Unbeständigkeit der Zahl ist eingedämmt durch wirkungsvolle Mechanismen der verhandlungsdemokratischen Konfliktregelung. Die Verlierer einer Wahl in Deutschland sind tolerant oder ignorant. Sie akzeptieren jedenfalls die Wahlergebnisse größtenteils. Aber Deutschland hat eine sehr hohe Denationalisierung und hängt damit an dieser Stelle in einem sehr starken Ausmaß in einem Problem, das nicht zugunsten der Demokratie des Landes ist, sondern zu seinen Ungunsten. Und das führt zu der Diagnose, dass die Lage der Demokratie in Deutschland im Lichte jedenfalls dieser Messlatten so ist. Das Land ist weder kerngesund noch sterbenskrank, aber es ist doch an einer wichtigen Stelle erheblich angeschlagen. So, und jetzt komme ich zur Zukunft und beeile mich, das in den allerwichtigsten Aussagen zu Ende zu führen. Bei der Projektion, wir haben ja nicht die Möglichkeit, wirklich begründet zu prognostizieren, aber bei der Projektion der Zukunft der Demokratie müssen wir von dieser 4.000 US-Dollar pro Kopf-Regel ausgehen, also hohe Überlebensfähigkeit oberhalb dieser Schwelle. Und wir müssen zum Zweiten bedenken, es gibt große Unterschiede zwischen den Demokratien. Die Zukunftschancen der intakten Demokratien sind vergleichsweise gut. Die Zukunftschancen der defekten Demokratien sind erheblich geringer, in einem Ausmaß, das von Land zu Land unterschiedlich ist. Und dann gibt es darüber hinaus den Gegenstrom der Autokratien, den wir bedenken müssen. Und von dort aus können wir die zusammenfassende Projektion so fassen, das 21. Jahrhundert wird höchstwahrscheinlich mehr noch als die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Zeitalter der Demokratie werden. Aber im Sinne eines Jahrhunderts von teils gut funktionierenden, teils mäßig funktionierenden, teils miserabel aufgestellten Demokratien. Und die Demokratien werden dabei nicht gegnerfrei sein, sondern sie haben mit Autokratien zu tun, die bis auf Weiteres zur Demokratie in scharfer Gegnerschaft stehen. Vielen Dank.